Oh, ich hab's. Wie geil ist das denn? Wie geil. Ich hab's im Rücken gespürt. Nein, ist das geil. Hi und herzlich willkommen zu diesem MRTV-Livestream. In diesem Livestream spiele ich Half-Life Alyx, aber nicht nur einfach das, sondern mit dem B-Haptics Tact Suit. Das ist eine haptische Weste und mit dieser haptischen Weste werde ich Dinge in Half-Life Alyx spüren. Die Weste ist aufgeladen und ich bin bereit. Genau, und endlich habe ich es. Endlich habe ich ein Sixpack. Steht mir gut. Okay. Hier habe ich jetzt gerade gespürt, als ich es hier rausgenommen habe aus dem Rucksack. Da habe ich was gespürt. Leider brauche ich die jetzt gar nicht mehr. Kann ich die wieder zurücktun? Oh, cool. Das ist cool. Ich habe die jetzt, die Ladung, zurückgetan. Und ich habe es gespürt, wie es an meinem Rücken hinunter purzelte. Ja, die Ladung. Das ist ja cool. Okay. Wow. Alles klar. Ah, okay, cool. Sehr cool. Geil. Das habe ich jetzt gespürt. Und es hat sich so angefühlt, als würde ja mein Körper aufgefüllt werden. Ja? Es ging so in Wellen hoch und runter und hinten dran. Cool. Oh, nochmal? Nee, ich bin schon voll. Ja, cool. Geil. Das ist natürlich geil, wenn so ein Spiel wirklich gemoddet wurde für die Weste an und für sich. Oh, das war cool. Also ich habe die Explosion auf jeden Fall gespürt. Geil. Das ist auf jeden Fall cool. Das heißt, wenn man in der Nähe von der Explosion ist, dann, ja, sehr gut gezielt, dann spürt man das auch. Warte mal. Geil, super cool. Super cool. Das hat man genau hier jetzt gespürt, hier vorne an der Weste. Und das ist auf jeden Fall klasse. Ja, okay, cool. Also, ich habe es gespürt und zwar von hier von rechts nach links. Ich probiere es noch mal. Hau mich. Jawohl, cool. Das ist geil. Ich habe es gespürt. Der Schwinger kam von links. Und dann kam er von rechts. Cool. Das ist richtig geil. Super cool. Also, wenn die auf einen losgehen mit diesen Schwingern, kann man spüren, von welcher Seite man getroffen wird. Ich lass mich mal beschießen ein bisschen. Jawohl, geil, okay. Geil. Ich merke es, geil. Hier, schieß mich an, du Sau. Jawohl. Cool. Also man merkt wirklich dann ganz genau, wenn man getroffen wird. Cool. Geil! Das habe ich gerade gespürt. Diese Attacke gerade, ja? Von diesem Endline. Also jetzt habe ich gerade wirklich so eine kleine sadistische Ader, auf jeden Fall. Oh, cool. Ich habe gespürt, wie ich gerade angeschossen wurde. Also normalerweise im echten Leben würde ich mich nicht darüber freuen, dass ich das spüre, angeschossen zu werden. Da würde ich eigentlich allgemein nicht so gerne angeschossen werden. So. Mehr Munition, die meinen Rücken entlang wandert. Ja, das ist geil. Das ist absolut geil. Und es ist cool, dass man spürt, wie sein Herz schlägt. Das ist richtig geil. Das macht das Ganze nochmal... Oh Mann. Das macht das Ganze auf jeden Fall viel eindringlicher. Oh, jawohl. Ich hab's gespürt. Ich hab den Einschlag gespürt. In der Brust. Oh, cool. Cool. Und zwar, jetzt habe ich mir diese Medizin gespritzt und ich habe gespürt,
Oh nein, das habe ich auch gerade gespürt. Cool. Ich habe gespürt, ja, wie mein Körper geheilt wurde. Ja, wie die Medizin quasi in meinem Körper, ja, etwas Gutes getan hat für mich. Das ist geil. Richtig geil. Und übrigens, ich spüre jetzt die ganze Zeit meinen Herzschlag, ja? Cool. Also, das, was ihr normalerweise spüren würdet, und zwar nur am Controller, das spüre ich jetzt total vorne hier am Brustkorb. Geil. Ich bräuchte ein bisschen Health. Jawohl. Und jetzt wieder. Ah. Das ist cool. Und zwar spürt man das so in sich hinauf aufsteigen. Ich will mehr Health finden. Einfach nur, um dieses Aufladegefühl wieder zu spüren. Ja, da, ja. Cool. Also, selten mich so über Medizin gefreut, denn jetzt spüre ich es wieder. Ah, ja. Leute, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Ist natürlich super genial, dass es diesen Mod gibt halt, ne? Dass exakt für dieses Spiel, dass sie da diese Muster gemacht haben. Und das ist eben nicht nur so, ah ja, jetzt vibriert es mal hier und da ein bisschen. Die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht. Oh, ich hab's. Wie geil ist das denn? Wie geil. Ich hab's im Rücken gespürt. Nein! Ist das geil! Oh Mann, ich hab gespürt, wie der mir in den Rücken geschossen hat. Das ist ja total geil. Ah! Ey, Leute. Das ist richtig gut. Oh nein, okay. Ich bin jetzt zwar tot, aber... Das ist cool. Ich habe auf den Combine geschaut und dann im Rücken ist gespürt und dann war es der andere Combine. Geil. Richtig geil. Geil. Ja. Cool. Oh nein. Ah, schade. Hab ich leider... Ah, nee, ich lebe noch. Ja, cool. Es ist richtig cool. Man spürt's ganz um sich rum quasi, wenn man von diesen Langzungen angezogen wird. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Ich bin auch so dran gegangen, eigentlich wie ihr vorher. So von wegen, ja, das vibriert so ein bisschen, ne? Ja. Das ist nicht gut. Ich möchte mich ja eigentlich treffen lassen, ne? Ja! Ich hab's gespürt! Leute, das ist so lustig. Fuck. Schade, dass ich die Weste noch nicht hatte, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, Half-Life Alyx. Ich stelle mir das gerade so vor. Zum ersten Mal Half-Life Alyx spielen, alles dieses geile Spiel entdecken und dann mit dem haptischen Feedback... Oh, na, das wäre geil. Okay, ich spüre jetzt mal diese Granate hier. Ja, wow, geil. Super cool. Ich meine, ich habe mich jetzt zwar fast selbst umgebracht damit, aber ich habe die Detonation gespürt. Und zwar nicht nur einfach so, oh, ein bisschen vibrieren, nein. Erst ein bisschen und dann krass. Geil. Das möchte ich nochmal erleben. Das ist wahrscheinlich der erste Stream, wo sich ein Streamer ganz schön mit Granaten selbst befeuern möchte. Okay. Also nochmal. Geil. Super cool. Ich hab's erst hier gespürt und dann hinten am Rücken. Ups. Oh ja. Und dann hinten am Rücken. Geil. Und jetzt spüre ich wieder mein Herz schlagen. Okay, Leute. Alles klar. Diese Weste erobert gerade mein Herz. Denn sie wird mich voll ausfüllen.
Ah, ja. Ach, gut. Es ist so cool. Es ist so ein cooles Gefühl. Immer noch, komischerweise. Es hört gar nicht auf. Jetzt schon. Jetzt hat es aufgehört. Und zwar geht es wirklich um einen herum. Man spürt wirklich, wie die Energie aufgefüllt wird. In seinem eigenen Körper. Geil. Echt geiler Scheiß. Jawohl. Cool. Nein! Okay. Natürlich habe ich gerade diese Explosion vor mir gespürt, hier in der Brust. Und dann auch direkt den Schuss, der mich getroffen hat. Krass. Das war mein Live-Test der Behaptics TechSuit haptischen Weste. Und ich finde es richtig geil. Ich bin wirklich begeistert sogar. Am Anfang ging es erstmal so langsam los. Dachte mir, okay, ja, ab und zu isst man hier was und so. Aber dann wurde es immer besser. Erstmal, man spürt natürlich erstmal jeden Schuss. Man spürt, wenn man angegriffen wird, von welcher Seite. Man spürt, wo man genau getroffen wird, dank der 40 haptischen Punkte. Man spürt, das ist besonders cool. Man spürt, wenn man sich wieder auflädt mit Energie. Und zwar fühlt es sich so an, als würde die Energie in den Körper hineinströmen und dann so langsam hochgehen im Körper. Total geil. Man spürt die Granaten und zwar richtig, als wäre es ein Einschlag, den man erst hier unten fühlt und dann so langsam hoch geht. Also wow, richtig cool. Richtig geil. Hammer. Ja, ich bin begeistert. Also definitiv eine weitere Immersionsebene, die man dann wahrscheinlich gar nicht mehr missen möchte, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Also ich denke mal, wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, dasselbe jetzt, aber ohne haptische Weste, dann würde ich mir auch noch denken so, ja, was ist los? Was ist los? Warum spüre ich nichts? Ja, also das ist ganz bestimmt genauso wie mit dem großen FOV. Man gewöhnt sich da dran und dann, wenn es dann weg ist, dann ist es richtig scheiße. Also super krasses Potenzial. Und das Potenzial wird sogar ausgeschöpft hier von dem Spiel. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, wie das auch in anderen Spielen benutzt werden kann, total geil. Also $499 ist eine Ansage, ist echt nicht günstig, aber wenn man noch mehr Immersion möchte, wenn man die Gegner spüren möchte, wenn man Einschläge spüren möchte, wenn man Explosionen spüren möchte, in Half-Life Alyx, dann sind die $499 okay. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid beim Live-Test, also mein Fazit, ein sehr, sehr positives. Das war's für diesen Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch. Und ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.